Und hiermit verleihe ich dir feierlich deine Menschenwürde. Nein, nicht anlutschen. Oh, hallo. Entschuldigt, ich hatte hier noch zu tun. Ich verleihe jungen Menschen in meiner Freizeit gerne die Menschenwürde. Ja, okay, das war gelogen. Keine Ahnung, welche drin Blitz und Donner machen kann, aber er oder sie hat leider recht. Ihr kriegt eure Menschenwürde gar nicht von mir. Menschenwürde gibt's für jeden von uns Pappnasen direkt ab Werk. Also von Anfang an. Völlig kostenlos und unbürokratisch. Und wenn ihr jetzt sagt, von wegen kostenlos, kenn ich doch von meinen Apps. Kostenlos ist immer nur die Ramsch-Version. Die Premium-Version kostet wieder extra. Tja, dann mache ich doch lieber mal ein Video über Menschenwürde. Deine Menschenwürde ist von unendlichem Wert. Maschallah. Denn Menschenwürde bedeutet, jeder einzelne Mensch ist von Natur aus genauso viel wert wie jeder andere Mensch. Sorry für alle, die bis gerade eben dachten, sie wären was Besseres. Oh, sorry. Sau cooles Konzept, oder? Und so belegt die Menschenwürde in unserem Grundgesetz nicht den 146. Platz, nicht den 145. Platz, nicht den 144. Platz, nicht den zweiten Platz. Sie belegt den allerersten Platz. Sie ist quasi der Ehrenmann unter den Grundgesetzartikeln. Oder die Ehrenfrau. Oder die Ehrenehre. Und deswegen habe ich ihn mal für euch aufgeschrieben. Artikel 1, Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wow. Das ist so wichtig, dass sogar der Staat deine Menschenwürde schützen muss. Nochmal zum Mitschreien. Der Staat ist verpflichtet, sicherzustellen, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes Wesen bleiben kann. Yeah! Der Staat muss verhindern, dass irgendwer zum Objekt wird oder als Mittel zum Zweck missbraucht wird. Krasses Beispiel, selbst ein schlimmer Verbrecher muss vom Staat fair behandelt werden. Folter durch Polizisten, um den Fall zu lösen, ist nicht. Nur weil ein Verbrecher auf die Würde anderer pfeift, darf der Staat das nicht auch tun. Maßstab des Staates ist nämlich nicht das Verhalten irgendeines Verbrechers, Maßstab des Staates ist das Grundgesetz. Diese staatliche Pflicht zur Wahrung der Menschenwürde garantiert auch unsere Grund- und Menschenrechte. Deshalb muss der Staat zum Beispiel für ein menschenwürdiges Existenzminimum sorgen und darf uns nicht einfach beliebig überwachen. Da beschwere ich mich. Obwohl ich beim Fernsehen arbeite, habe auch ich noch einen Rest Menschenwürde. Wenn aber alle Menschen gleich viel Menschenwürde besitzen, sollten sie auch gleich behandelt werden. Steht das auch in diesem schlauen Buch? Ja, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Wart ihr schon mal vor Gericht? Ich hoffe nicht, aber wenn, dann könntet ihr diese Dame kennen. Justitia, Göttin der Gerechtigkeit. Das Wahrzeichen aller Gerichte. Die Gute behandelt immer alle gleich. Egal ob du arm, reich, dick, dünn oder ein sehr gut aussehender Deutsch-Marokkaner bist. Deswegen die Augenbinde. Nur falls ihr euch bei Gericht gefragt habt, ob die Frau nicht weiß, wie man ein Halstuch richtig wickelt. Eigentlich müssten wir alle ständig Augenbinden tragen, denn natürlich darf niemand benachteiligt oder bevorzugt werden, weil er entweder ein Mann oder eine Frau ist. Genauso darf niemand Vorteile oder Nachteile haben wegen seiner Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion oder politischer Ansichten. Und auch nicht aufgrund einer Behinderung oder sexueller Orientierung. Man nennt es auch den Gleichheitskreis der Gleichen. Nicht wahr nicht? So Leute, ich denke, die Sache ist klar. Einfach die Menschenwürde aller anderen Menschen respektieren und schützen und zack, Weltfrieden. Gern geschehen. Tschüssi. Ja, das ist aber gar nicht so einfach, wie es klingt. Du bist so klug, mein kleiner müffelnder Freund. Aber wieso fällt es Menschen so schwer, sich gegenseitig gleich zu behandeln? Habt ihr auch diese eine Person an eurer Schule, die es immer richtig fett abbekommt? Aua! Ja, so übel das Mobbingopfer, ja? Keine Ahnung, was heute hier los ist. Aber zurück zum Thema. Schon mal an die Menschenwürde der ganzen Mobbingopfer gedacht? Viel zu oft nehmen wir es mit der Würde der anderen nicht so genau. Vor allem, wenn die anderen irgendwie zu einer anderen Gruppe gehören als du. Sei ehrlich, bei welcher Gruppe von Menschen hast du immer ein seltsames Gefühl? Überleg mal, warum ist das so? Bist du überzeugt, dass alle Mitglieder einer Gruppe so sind, wie du sie einschätzt? Und glaubst du, diese Leute wären weniger wert? Wenn du das glaubst, dann gehörst eher du selbst zu einer dieser Gruppen. Du denkst, dass schwarze Menschen von Natur aus gewalttätig und kriminell sind? Du gehörst zu der Gruppe der Rassisten. Du bist überzeugt davon, dass Juden im Verborgenen die Weltherrschaft anstreben? Willkommen im Club der Antisemiten.
Für dich sind Homosexuelle zügellos und haben alle AIDS? Bitte begib dich direkt zu den homosexuellen Feindlichen. Und Frauen wurden von der Natur erfunden, um Männern alle sexuellen Wünsche von den Augen abzulesen? Die Sexisten findest du da hinten, unter der kalten Dusche. Dabei müssen Vorurteile gar nicht immer so offensichtlich sein, wie bei der Gurkentruppe gerade hier. Ah, Sie haben Interesse an der Wohnung, die ich zu vermieten habe. Sehr schön. Wie war nochmal Ihr Name? Herr Akmür Mümü. Die Sache ist die, Herr Akmür. Die Wohnung ist leider explodiert. Man muss mit bestimmten Menschen gar keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Aber wenn man zu wenig über eine Gruppe weiß, dann verlässt man sich gerne mal auf die bekannten Stereotypen und Vorurteile. Und vermietet zum Beispiel die Wohnung lieber an Frau Schmitz als an Herrn Akü El-Mülü. So wird aus dem diskriminierenden Vorurteil ganz schnell echte Diskriminierung. Bestimmte Menschen bekommen dann schwerer eine Wohnung oder einen Job. Die sieht viel zu gut aus. Die wird bestimmt bald schwanger und dann verliert sie ihren Job. Ich sollte lieber an einen hässlichen, reichen Single vermieten. Oh. Das war natürlich nicht mein Ernst, nur zur Demonstration. Leute, wir haben alle Vorurteile. Was meint ihr, wie oft ich morgens im Badezimmer einen Schock kriege, weil ich im Spiegel einen Moslem sehe? Aber wenn Vorurteile so menschlich sind, was kann man dagegen tun? Wissenschaftlich bewiesen, einfach mal mehr miteinander reden, anstatt übereinander. Dann lösen sich die meisten Vorurteile in Luft auf. Deine Menschenwürde ermöglicht dir selbst, über dein Leben zu bestimmen. Du bist also quasi sowas wie dein eigener Diktator. Blöder Vergleich. Aber mach was draus. Lebe dein bestmögliches Leben mit einer Einschränkung. Deine Art zu leben darf die Menschenwürde der anderen nicht einschränken. Denn sonst, du weißt schon. Und ich gehe jetzt mal Klartext reden. Mit unserem Beleuchter. Oh Mann.